Im heutigen Video stelle ich euch den neuen Töter, den Raubwürger und den Rotkopfwürger vor. Niklas Vogelexperte. Der erste Vogel, den ich euch vorstelle, ist der Neuntöter. Wissenschaftlicher Name Lanius colorio. Der Neuntöter gehört zur Familie der Würger. Er hat eine Größe von 18 cm und ein Gewicht von 35 Gramm. Die Flügelspannweite beträgt 26 cm. Neuntöter haben eine Jahresbrut. Die Paarungszeit ist von April bis Juni, die Brutzeit von Mai bis Juli. Neuntöter haben eine Gelegengröße von 4 bis 7 Eier. Die Brutdauer beträgt 14 Tage, die Nestlingsdauer 14 Tage. Die Nahrung der Neuntöter besteht aus Insekten, Käfern, Amphibien und kleinen Mäusen. Aber auch kleinere Vögel wie Meisen stehen gerne auf dem Speiseplan. Neuntöter erreichen ein Alter von 6 Jahren. Sie sind Zugvögel. Der Neuntöter trägt seinen schwatzenden Gesang relativ leise vor. Er beinhaltet verschiedene imitierte Laute. Der Raubwürger. Wissenschaftlicher Name Lanius excubitur. Der Raubwürger gehört so wie der Neuntöter zur Familie der Würger. Die Größe des Männchens beträgt 24 cm, die Größe des Weibchens 26 cm. Die Männchen erreichen ein Gewicht von 60 Gramm und die Weibchen ein Gewicht von 75 Gramm. Raubwürger erreichen eine Flügelspannweite von 36 cm. Sie haben eine Jahresbrut. Bäume und Büsche sind die Brutplätze der Raubwürger. Die Paarungszeit der Raubwürger ist von April bis Juni, die Brutzeit von April bis Juli. Sie haben eine Gelegengröße von 4 bis 7 Eiern. Die Brutdauer beträgt 15 bis 17 Tage, die Nestlingsdauer 18 bis 20 Tage. Die Nahrung der Raubwürger besteht aus Insekten, Käfern, Amphibien, Kleinmäusen und Jungvögeln. Sie erreichen ein Alter von 6 Jahren. Sie sind Zugvögel. Menschen, Parasiten, das Wetter, Sperber, Falken, Krähen, Eulen, Elstern und Marder sind die Feinde der Raubwürger. Der Raubwürger ist gelegentlich anzutreffen. Der Gesang des Raubwürgers klingt recht gedämpft und setzt sich aus einer Reihe rauer sowie zarter Töne zusammen. Der Rotkopfwürger. Wissenschaftlicher Name Lanius senator. Auch der Rotkopfwürger gehört zur Familie der Würger. Rotkopfwürger leben in Europa, Afrika und Asien. Die Lebensräume bestehen überwiegend aus halboffenen Kulturlandschaften mit Büschen, Sträuchern und Dornenhecken. Rotkopfwürger
erreichen eine Größe von 19 cm und ein Gewicht von 35 Gramm. Die Flügelspannweite beträgt 30 cm. Rotkopfwürger haben eine Jahresbrut. Die Paarungszeit ist von März bis Juni. Die Brutzeit von April bis Juli. Büsche, Bäume und Dornhecken sind die Brutplätze der Rotkopfwürger. Die Gelegengröße besteht aus 4 bis 6 Eiern. Diese werden 16 Tage gebrütet. Die Nestlingsdauer beträgt 18 Tage. Große Insekten, Käfer, Würmer, Grillen, Heuschrecken, kleine Amphibien, Mäuse und Vögel sind die Nahrung der Rotkopfwürger. Menschen, Rabenvögel, Eulen, Greifvögel, Marder und Katzen sind die Feinde der Rotkopfwürger. Auch Rotkopfwürger sind Zugvögel. Das Winterquartier liegt in Afrika. Sie werden 5 Jahre alt. Der schwatzende, vielseitige Gesang des Rotkopfwürgers enthält viele eingeflochtene Imitationen anderer Vogelstimmen. Seine Rufe wiederholt er oft mehrere Male. Das war mein heutiges Video. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und würde mich auch freuen, wenn ihr ein Abo dalasst. Bis zum nächsten Video und bleibt gesund. Euer Niklas Vogelexperte.